Mit dem Angriffszauber kann ich mit der Bazooka nicht mehr schießen. Das war auch richtig gemein. Wieso habe ich jetzt den Knochenknüppler ausgerüstet? Mist, ich war zu nah dran. Da, ich gebe uns beiden mal Etappenkraft. Ja, das wird nicht reichen, aber wenn ich noch näher gehe, wird wieder alles nach hinten gemacht. So, das reicht. Das sollte auch reichen. Ja. Oh ja. Mist. Zu nah dran. Bleiben die Bomben? Das tut gut. Und das tut auch gut. Mist. Glocke, nein. Wenn du die angreifen kannst, warum machst du das nicht? Mist, wieder zu nah. Aber ich greife jetzt einfach mal den da an. Mann, okay, nein! Ach, jetzt können wir es eh vergessen. Ja, das war nichts. Oh, oh, das tat weh. Ich gebe uns wieder beiden Etappenkraft. Das sollte reichen, wenn uns die Bomben nicht erwischen. So, vielleicht erwischt es das. Ja. Nur noch der da. Und wird erwischt? Nein. Wow. Gut gemacht, Kenai. Jetzt mache ich doch mal einen Krafthauch. Wobei, einen Krafthauch hebe ich mir noch auf. Ich mache mal einen... Ich könnte ein paar Blätter benutzen auf mich. Ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Noch einer? Noch ein Blatt? So, mit welchem Zauber greifen wir jetzt an? Erstmal das. Au. Genesung lässt nach, nicht gut. Machen wir nochmal. Und dann noch ein Krafthauch auf uns beide.
Ich heb mir die Granaten jetzt mal auf. Für die Todesspinnen. Die sind nämlich heftig. Zum Glück hat mich jetzt nur einer erwischt und nicht beide. Das wäre echt fatal gewesen. Kenai macht die schon fertig, hoffe ich. Au. Ein Angriff fällt mir noch aus. Das war's mit dem einen Angriff. Wir machen nochmal Krafttag auf uns beide. Genesung lässt nach. Die holen wir uns auch gleich wieder. So, wir heben uns die starken Zauber für später auf. Und die starken Waffen. Okay, du bist weg. Da haben wir nichts. Au. Auch nichts. Na gut. Vielleicht müssen wir den noch gar nicht besiegen. Vielleicht kommen jetzt einfach spontan zwei Raptoren immer. Das könnte auch sein. Ich versuch's einfach mal. Aber naja, wir werden sehen. Au. Das ist mir gerade ein bisschen zu heftig. Ich gebe mir noch mal ein Blatt. Jetzt gebe ich mir lieber mal einen Honig. Genesung lässt nach, das ist nicht gut. Erwischt. Kenai hält auch nur noch einen Treffer aus. Au. Da mache ich ja jetzt einen Krafttag auf uns beide. Aber die Raptoren, die kriegen wir noch platt. Auch wenn es etwas dauert. Mist, ich daneben und er getroffen. Au, wieder getroffen. Oh, verdammt. Honig. Wir müssen versuchen, hier oben zu kämpfen, wegen dem Reinigungsroboter. Da ist nichts. Au. Genesung lässt nach. Ich lasse den Reinigungsroboter jetzt einfach mal. Ich gehe davon aus, dass jetzt keine Raptoren mehr kommen, sondern die Kreisel als nächstes. Wenn jetzt wieder Raptoren kommen, dann müssen wir den Reinigungsroboter. Wir müssen wirklich den Reinigungsroboter besiegen, verdammt. Den knall ich ab, Leute. Das wisst ihr. Aber falls wir wieder sterben sollten, dann wissen wir es fürs nächste Versuch. Reinigungsroboter sind böse. Au.
Okay, nein, müsste. Also Huni müsste wieder voll sein. Naja, fast. Eigentlich wollte ich den unteren erwischen. Au. Okay, dann gebe ich mir jetzt einen Nektar. Ein Nektar sollte ausreichen. Genesung lässt nach, das ist nicht gut. Wenn jetzt dann der Reinigungsroboter kommt, Leute, dann nehme ich die heftigen Granaten und schieße richtig auf den los. Mist. Au, drei! Ich mache Krafthauch. Kenan könnte es auch brauchen. Also Huni könnte es auch brauchen. Einen Angriff halten wir noch aus. Wieder nichts. Nichts. Okay. Oh ja. Und jetzt kommt der Kreisel, oder? Ja. Es liegt wirklich daran, Leute. Ich gebe mir mal eben ein Blatt. Die Zeit habe ich, glaube ich, noch. Und bei denen gebe ich mir jetzt auch das Superschild. Hundi wird es, glaube ich, nicht brauchen, aber wir definitiv ja. Vor allem, wenn wir in den Nahkampf wollen. Wir machen halt nur 32 Punkte Schaden, aber egal. Das waren jetzt 80 Punkte Schaden, Leute. Das waren 42. Mist. Das war nur einer. 35 und 37. Haben wir keine Genesung mehr? Also Tappenkraft? Die mache ich mal gleich wieder. Und die blinkt nämlich nicht mehr. Und mein Schutzschild lässt nach. Wir müssen alle einfach nur die drei besiegen und dann kommt eine Todesspinne und der Reinigungsroboter. Aber den Reinigungsroboter müssen wir zuerst besiegen. Mist, das ging daneben. Und die ist tatsächlich fast besiegt. Wir heilen nun die mal. Er kriegt einen Nektar, das sollte reichen. Ich greife nach links an und treffe den oben. Auch nicht schlecht. Nein, mein Zauber lässt nach. Bei einem würde es vielleicht noch gehen, aber bei drei brauche ich ein Superschild. Thank you.
Genesung lässt nach. Das ist auch nicht gut. Können wir aber noch 24 Mal machen. Also keine Sorge. Ist daneben. So, irgendwann gehen die schon drauf. Da ist einer. Beide erwischt. Saugeil. Mein Zauber lässt nach. Nicht sehr gut. Aber ich glaube, ich brauche ihn jetzt auch nicht mehr. Hoffe ich. Einer ist schon tot, das heißt, die anderen beiden werden auch fast tot sein. Ja. Au. Oh, und ihr erreicht Level 36. Oh, ich brauche die andere Waffe. Cyberbomben. Ich habe die Spinne getroffen. Wo ist der Reinigungsroboter? Ich habe wieder die Spinne getroffen. Ja. Genesung lässt nach, das finde ich nicht gut. Die Spinne lebt noch. Ich kill jetzt diese Spinne. Ah, aber ich sollte sie nicht mit den guten Granaten, die ich für die Reinigungsroboter brauche, besiegen. Wir benutzen die Donnergranaten dafür. Au. Null Punkte Schaden. Okay, der Typ ist sowas von egal. Ach, da springt die. Ja, die ist besiegt. K9 ist auch... K9 braucht eine Heilung. Da kriegt man ein Blatt, das letzte, das wir haben. Und wir rüsten jetzt unsere Neutronensperre aus. Nicht so, jetzt kommt Hundi. Und Hundi könnte Hundi besiegen, deswegen gibt es jetzt Nektar für Hundi.